Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten euch ganz herzlich zum Podcast Lust auf Ravel Nummer 2 begrüßen. Neben mir sitzt wieder Martin Pohl-Hesse. Wir haben schon vor einiger Zeit einen Podcast veröffentlicht und dieser Podcast hängt ganz stark mit dem ersten Podcast zusammen. Lieber Martin, ich begrüße dich ganz herzlich. Danke. Hallo, liebe Corinna. Du arbeitest unter anderem an der Universität Dortmund, aber auch hier am Institut für musikalische Bildung Dortmund als Klavierlehrer und Kompositionslehrer. Wir haben vor einiger Zeit, im Mai 2019, eine schöne französische Woche mit tollen Kompositionen gestaltet und im Rahmen dieser französischen Woche hast du eine Konzertmoderation übernommen und sehr zentral war eben die Musik von Maurice Ravel vertreten. Deshalb haben wir auch in diesem Podcast aus dem Märchenzyklus La Mer Loire ein Stück ausgesucht, nämlich Die Schöne und das Biest. Das ist ja eine sehr bekannte Geschichte, die aber, glaube ich, unter verschiedenen Titeln bekannt ist, oder? Ja, man kennt das Märchen hierzulande unter dem Titel Die Schöne und das Biest, im Englischen Beauty and the Beast und im französischen Original La Belle et la Bête von Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Das Problem der Übersetzung ist, dass gemeint ist mit Bête im Französischen und auch Beast im Englischen ein wildes Tier. Während Beast im Deutschen nicht automatisch mit einem wilden Tier assoziiert wird. Mhm. Und deshalb müsste man das vielleicht so ein bisschen klären. Also man muss halt wissen, dass es um ein wildes Tier geht. Mhm. Und das ist jetzt auch der Titel der Musik oder der Komposition von Maurice Ravel? Also steht nur da La Belle et la Bête, oder? Nein, der Titel von diesem Stück heißt Les Entretiens de la Belle et de la Bête, also die Unterhaltungen, die Gespräche Schönen mit dem Untier. Das bedeutet, dass Maurice Ravel in dieser Komposition beide Figuren vertont hat, beziehungsweise die Dialoge. Ist das richtig? Ja, ich würde schon sagen, dass das nicht ganz eins zu eins vertont wurde. Es gibt jetzt nicht sowas wie Rezitative. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man so eine Art Text in Musik umgesetzt hört. Das ist eher sozusagen dieser Handlungsstrang, der dem zugrunde liegt. Aber was Ravel gemacht hat, ist, dass er diesen beiden Figuren, also der Schönen und auch dem Tier, jeweils ein Motiv sozusagen zugeordnet hat. Und das ist halt bei der Schönen eine tänzerische Melodie. Das Untier wird mit sehr tiefen Tönen, Melodie kann man es kaum nennen, und dissonanten Akkorden dargestellt. Also das heißt, wir finden in der Musik keinen direkten Dialog zwischen diesen beiden Protagonistinnen, sondern es wird auch nicht die ganze Geschichte erzählt, sondern es werden verschiedene Ausschnitte wieder dargestellt. Martin, kannst du uns etwas zu der Dramaturgie der Geschichte sagen, die hörbar ist? Also in diesem Märchen geht es wie in der grünen Schlange von unserem letzten Podcast um einen Außenseiter, ein Wesen, das nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht und das dennoch letztlich sein Glück findet bzw. erlöst wird. Das Untier ist ein verzauberter Prinz, der erlöst werden kann, wenn er, so wie er ist, akzeptiert und geliebt wird. Die Musik ist im Grunde genommen so eine Art Kommentar oder eine rein musikalische Darstellung dieser Dialoge. Und die Dialoge selbst aus dem Märchen, die hat Ravel aber ausdrücklich in die Noten hineingeschrieben. Ich werde das jetzt kurz rezitieren. Es beginnt damit, dass die Schöne sagt:
Wenn ich an euer gutes Herz denke, erscheint ihr mir nicht so hässlich. Oh, Madame, ja, ich habe ein gutes Herz, aber ich bin ein wildes Tier. Es gibt viele Menschen, die sind größere Monster als ihr. Wenn ich Geist hätte, würde ich ihnen ein großes Kompliment machen, um ihnen zu danken. Aber ich bin nur ein Tier. Später heißt es dann: Schöne, wollt ihr meine Frau werden? Das lehnt sie aber dann erstmal noch ab, sozusagen in der Mitte des Stückes, und sagt: Nein, Tier. Danach tanzen sie allerdings zusammen, wobei das Motiv des Tieres mit dem der Schönen kontrastiert oder kontrapunktiert, wie man das in der Musik sagt. Und dann schließlich der dritte Dialog: Ich sterbe glücklich, weil ich die Freude habe, euch noch einmal wiederzusehen. Mein liebes Tier, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet leben, um mein Gatte zu werden. Und dann findet die Verwandlung statt. Dann wird dieses wilde Tier verwandelt in den schönen Prinzen. Wie wird das dann bei Ravel dargestellt? Durch ein Glissando auf dem Klavier. Also gibt das ein Happy End? In den Noten steht, nach diesen Dialogen, der Text: Das Tier war verschwunden und sie sah zu ihren Füßen einen Prinzen, schöner als die Liebe, der ihr dafür dankte, seine Verzauberung beendet zu haben. Kommen wir einmal auf die pianistischen Aufgaben zu sprechen. Was erwarten die Schülerinnen und Schüler bei diesem Stück? Was sollte man technisch auf dem Klavier schon spielen können? Also die technischen Anforderungen sind gar nicht so hoch. Man muss vor allem genau hinschauen, welche Töne in den Noten stehen. Das muss man immer. Ja, aber es ist hier schwieriger als zum Beispiel bei dem Stück, über das wir neulich gesprochen haben. Denn hier gibt es viele ungewohnte Akkorde, ungewohnt zu lesen und auch klanglich ungewöhnlich, wenn man nur Klassik und Romantik kennt. Hören wir jetzt Valeria Poltavska mit ihrer Lehrerin Olga Aust. Valeria ist gerade 11 Jahre alt geworden und spielt den oberen Part, also den Primo-Part, in der vierhändigen Version. Thank you.
Lieber Martin, ich möchte mich ganz herzlich für deine einführenden und aufschlussreichen Worte bedanken. Und ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch bedanken bei Olga Aust, der Lehrerin von Valeria, und bei Valeria. Danke für euren künstlerischen Beitrag. Tschüss, sagt Corinna Gutzinski, Leiterin des Instituts für musikalische Bildung, und bis zum nächsten Podcast.